Fortschritt mit dem Fünfer. Stefan Gehrig hat ein Buxtehude-Video gemacht mit Cinema-Aufnahmen. Ja, der hat mir auch geschrieben. Hab ich auch vergessen zurückzuschreiben. Der hat mir geschrieben. Können wir mal reingehen. Ich mag den echt gerne, aber ich habe es euch ja schon mal erzählt. Der hat echt viele Abonnenten, aber seine Views, Digga, sind leider nicht mehr. Oh, wobei, 76.000. Oh, doch, die gehen eigentlich, Digga. Er hat damals mit Cheng diese Pranks gemacht und dadurch haben die damals so einen Hype gehabt, Digga. So ein Hype. Guck mal, was das für Aufrufe sind, Digga. Aber ich find's cool, dass er sein Ding macht, auf jeden Fall. Wir schauen uns das Video mal hier an. Wenn ihr jetzt gerade hätte vorstellen können, ich bin... Stade, da war ich heute auch beim Zoll. Yo, was geht ab? Herzlich willkommen, Leute, bei einem neuen Video von den Hashtag Good Vibes. Wir sind jetzt aus Stade losgefahren. Wir sind jetzt kurz vor Steinkirchen und ich habe jetzt was gesehen, was mich ein bisschen fragwürdig macht. Es haben mir nämlich tatsächlich auch ganz viele auf Instagram geschrieben, dass ich mir hier mal was Spezielles angucken soll. Krass in dieser Region vertreten, und zwar der Apfelanbau. Ja, York, altes Land, ist ja dafür bekannt. Apfelanbau, das ist da Lüheanleger, die Ecke und so. Das ist wirklich altes Land, die Ecke. Ja, es ist krass. Also heftige Apfelfelder. Oder ja, was sind genau. Das? Sind das Pflaumen? Nee, das sind Äpfel, glaube ich. Ohne Spaß. Warum? Ob der Boden hier toll ist? Oder schreibt es mal wirklich gerne in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Zeige ich euch das Ganze nochmal von oben, weil ich glaube, das sieht echt spektakulär aus. Let's go. Wohnaufnahme. Ja. Das ist 1:1, Digga, wie ich das kenne. Altes Land, Digga. Wirklich schön. Ja. Ja, das ist altes Land, Jor, Königreich, kennt ihr von Knossi, Steinkirchen. Ach, Digga, Lüheanleger da die Ecke. Das sieht überall so aus, Digga. Ich weiß, ich glaube, das sind Äpfel. Wir fahren jetzt auf jeden Fall weiter nach York an den Lühne-Anleger. Da bin ich auch mal gespannt. Das haben auch sehr, sehr viele von euch geschrieben. Und weiter nach York an den Lühne-Anleger. Lühe-Anleger. Lühe. Jetzt, so habe ich noch niemanden das aussprechen gehört. Nach York an den Lühne-Anleger. Da bin ich auch mal gespannt. Das haben mir auch sehr, sehr viele von euch geschrieben. Und dann zeige ich euch nachher mal, ihr habt es ja schon im Titel gesehen, ne? Zeige ich euch die wunderschöne Natur von, in Anführungsstrichen, oben in der Süd. Wir werden natürlich auch Punkte reinnehmen, die jetzt nicht unbedingt damit reinfallen würden, rein von der Art. Aber mir tut's voll leid gerade. Er hat mir geschrieben bei Instagram und ich bin auch cool mit ihm. Er hat mir geschrieben, wo er mal in Buxtehude hin soll. Hab's gesehen, aber ich wollte ihm später zurückschreiben, hab's vergessen, Digga. Sorry, Mann. Nur abgehoben. Habe ich echt vergessen, dir zurückzuschreiben. Pisse. Her, aber wollte einfach mal ein paar coole Aufnahmen machen hier. Das machen wir aber ein bisschen später. Ich glaube, dass das hier wirklich eine wunderschöne Region ist. Leute, irgendwie sind meine Fußmatten auch nicht mehr so, wie sie immer waren. Wenn man die ganze Zeit hier durch durchläuft, Alter. Es war ja gestern so heftig am Regnen und hier ist sowas durchgekommen und hat dann die ganze Zeit runtergetropft. Das war nicht so nice. Es ist gerade draußen wirklich echt nicht so geil, dass man jetzt mit Cabrio fahren kann. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass man das Dach auch mal hoch machen kann. Yeah. Hier links auch überall diese ganzen Apfelfelder. Hier könnt ihr die jetzt sehen. Die Leute hier in der Umgebung sind ultra nett. Hier vorne standen so 3-4 Leute an der Straßenseite. Die haben mich gegrüßt, als würde ich hier jeden Tag 20 Mal vorbeifahren und deren Nachbar sein. 4,9 Kilometer noch bis zum Lühne-Anleger. Lühe. Ich habe hier so einen Flattermax hier da dran kleben, ne? Regt einen auf, weil hier drin ist es auch ganz schön warm. Ey. Am Lühne-Anleger Engel. Lühe! Was ich hier richtig nice finde. Ja. Ist diese Zeichnung hier, Graffiti, keine Ahnung. So, es ist heute Sonntag. Es ist hier gar nichts los. Sehr, sehr windig ist es am Lühe-Anleger. Alter, der hört sich aber nicht mehr gut an. Da war ich ja erst vor einer Woche mit Memo. Das ist hier echt entspannt, ne? Wenn du dich hier so genau, hier sitzt. Genau. Das ist, glaube ich, die Elbe, ne? Ich kenne mich natürlich hier Elbe, überhaupt genau. nicht aus, ne? Aber es ist hier unten ist halt der Lühe-Anleger. Deswegen heißt es auch so, Lühe. Und da unten ist der Anleger, Lühe-Anleger. Und da kann man Kreuzfahrtschiffe, also nicht Kreuzfahrtschiffe, so große, sondern so, ich weiß nicht, wie Kaffeefahrten oder wie man das nennt, keine Ahnung. Hier fahren immer die dicken Frachter längs. Hier gibt es Ebbe und Flut. Lühe-Anleger ist halt so wirklich so... So ein Kindheitsding. Habt ihr eventuell Fähre, genau, Fähre. Habt ihr vielleicht bei mir eine Instagram-Story auch gesehen? Da bist du früher mit der Familie auf dem Samstag, Sonntag hingefahren, hast Pommes rot-weiß gefressen, noch eine Currywurst dazu oder ein Hotdog, bist hier spazieren gegangen. Ja, Digi, sehr cool. Ist schon entspannt. So lässt sich's aushalten. Kann auch sein, dass ich einfach viel zu früh hier bin. Es ist, glaube ich, erst 9 Uhr oder so. Die Leute sind noch gar nicht... Das ist hier der Mopedplatz. Hier oben saß ich, als ich meine Instagram-Story gemacht habe, glaube ich. Ja,
hab hier runter gefilmt und hier standen immer oder stehen immer an heißen Tagen die richtig dicken Mopeds, Digga. Die kannst du richtig geil angucken. Da ist man früher als Kind längs gegangen, das fand man geil. Das ist Tradition, Digga. Das ist bei uns in der Region Tradition. Wir sind noch gar nicht wach, trotzdem ganz entspannt hier davor. Oh, Chat, ihr seid wieder heute besonders witzig. Ha! Vorne werden die Möwen gefüttert. Jetzt kommen sie alle nach hier hin. Richtig nice. Jetzt fährt ja auch noch so ein fetter Tanker vorbei. Genau, das meine ich. Richtig geil. Das meine ich. Also das sieht wirklich echt nice aus. Auch da auf der anderen Seite. Das sieht man jetzt nicht, weil der Spacko davor fährt, aber ich sollte auch mal wieder ein bisschen mehr zeichnen und malen. Aber das dauert immer so lange, ey. Dass hier wirklich alles voll ist mit diesen Apfelfeldern. Das muss ja die größte Apfelproduktion Deutschlands sein hier. Hey Leute, ich musste ganz schnell anhalten hier an der Straße. Ich habe eine Eule gesehen, die ist einfach so über die Straße geflogen. Das sah so geil aus. Euli. Ich war wieder zu langsam, echt. Das ist in Neukloster, sehe ich sofort. Wenn man hier um die Ecke fährt, an seinem Zinken vorbei, der hat genauso einen Zinken wie ich. Auf der linken Seite ist der Pfingstmarkt, der dieses Jahr nicht stattgefunden hat. Hier ist Neukloster und hier fährst du in Richtung Buxtehude. Ich ärgere mich richtig. Die ist hier einfach reingeflogen. Ich habe die gesehen, wie die so, kennt ihr diese Schimmelköpfe da, diese Eulenköpfe, ne? Die sind ja so eingedutscht. Ach Mann, egal. Jetzt sind wir zumindest gleich da. Dann sind wir in Buxtehude, ja? Affen mit dem Franz telefonieren. Kennt ja diese ganzen Sprüche, ne, über Buxtehude und so. Bei uns zu Hause gibt es halt diesen Spruch auch so. Diesen Buxtehude ist da, wo die Affen mit dem Schwanz telefonieren. Aber ich... Den Sprichwort gibt's nicht. Wo die Hunde mit dem Schwanz bellen, sagt man, Lul. Will euch und mir selber jetzt auch mal zeigen, wie schön Buxtehude und vor allem oben in der Süd wirkt. Er ist, glaub, oben in der Süd und geht jetzt zum Ilsebach, kann das sein? Ich hoffe, es gefällt euch. Viel Spaß mit den Bildern. Das ist Doch, das müsste da sein. Dude / oben in der Süd. Viel Spaß. Doch. Ui, Digga. Nice Drohnenaufnahmen. Das ist das Buxtehuder Ghetto. Schröderstraße, Altener Straße, da bin ich groß geworden. Für euch ist es lachhaft, für uns ist das halt unser Ghetto. Cool. Hier ist der Rathausplatz. Hier haben wir die ein oder andere nice Schlägerei unten gehabt, safe. Hier, das Gebäude, seht ihr? Das ist das Rasayang, wo ich immer Fastenspeise der Buddhisten gegessen habe. Wo auch mein Kollege damals, also das war der Kollege, der mir damals gesagt hat, dass ich ihm etwas in die Tasche gesteckt hätte. Das war bei dem Modelleisenbahnladen und der Modelleisenbahnladen ist hier unten in dem Gebäude. In dem Ding... Ist so ein kleiner Durchgang, da habe ich das erste Mal Pfefferspray in die Fresse bekommen. Das ist der Ilsebach, das sehe ich sofort, wo ich immer den Stau behebe. Das ist... Müsste Appelbeck am See sein. Ja. Das ist Appelbeck am See, Chat. Wo ich immer spazieren gehe. Mit René immer die Galloways und so fütter. Appelbeck am See ist so schön, Digga. Uff. Geile Drohnenaufnahmen hat er gemacht, Digga. Ja, da sind sie doch. Das ist auch Appelbeck am See. Heftig, Digga, das als Drohnenaufnahme jetzt mal zu sehen. Könnt ihr euch noch an meine Instagram-Story erinnern, wo ich mich über diesen einen Typen aufgeregt habe, der an den Baum gesprüht hat? Und in der nächsten Story hat jemand links in die Ecke geschissen. Das war ungefähr hier, wurde an das Graffiti gesprüht und hier in der Ecke wurde ungefähr hingeschissen. Da bin ich mit Memo hier spazieren gegangen. Das ist Ilsebach hier. Ah, Digga, der war ja überall. Das ist der Ilsebach, wo ich hier mache immer den Stau weg. Und da habe ich mir immer aufgeregt hier unten, dass hier der Müll liegt. Das ist auch Appelbeck am See. Digga, das war das Video, ich bin beeindruckt. Appelbeck am See sieht so schön von oben aus, Digga. Echt Hammer-Video, Digga. Hammer-Video.
Hammeraufnahmen mit viel Liebe in dem Video. Das schneidest du nicht einfach mal so. Wunderschön Appelberg am See. Von oben. Uff. Ich hoffe, diese Clips haben euch gefallen. Ich habe wirklich mein Bestes. Echt sehr gut gemacht, Digga. Gegeben. Es war teilweise ein bisschen am Regnen, es war schwierig zu filmen, aber dennoch hoffe ich es, dass es euch gefallen hat. Es ist wirklich einer der schönsten Spots, wo ich bisher war, finde ich. Er ist jetzt hier in Appelberg am See. Jetzt hier auch wohl schon eine Stunde oder so. Hier die Schwäne sind am Chillen. Appelberg, da. Ja. Es sieht einfach auch nur mega geil aus. Mhm. Mir ist vorhin beim Film in dem ersten Wald noch was passiert. Das möchte ich euch jetzt hier einblenden. Ey. Aber das ist nicht Buxtehude, ne? Das ist Appelberg halt. Ich weiß gar nicht, zu welchem Ortskreis das gehört. Weiß ja nicht. Leute, Scheiße. Boah, das ist das Schlimmste passiert, was ich mir jetzt gerade hätte vorstellen können. Ich bin irgendwo durch Hundekacke gelaufen hier jetzt. Ey Mann, jetzt hab ich das hier überall am Socken und ich hab's angefasst. Guck mal. Oh nein. Ich hab's Wie kann man in Hundescheiße laufen und das klebt an der Socke, Digga? War der Haufen einen halben Meter hoch oder was? Angefasst, weil ich wollte wissen, ob das Dreck ist einfach und da riech ich. Also ich muss wieder zurück zu diesem See. Ganz, ganz schlimm gerade. Ich bin irgendwie in Hundescheiße reingelaufen, hab's an meinen Socken abgeschnitten. Wie kann man Hundescheiße an der Socke haben, Digga? Riffen? Riech da dran mit meinem Finger, wie blöd kann man sein? Aber ich hab einfach Scheiße am Finger. Hier, da ist der Übeltäter. Kann ja hier auch nichts anfassen gerade. Das ist ekelhaft, ey. Jetzt ist das schon so angetrocknet. Das ist das ekelhaft. Pfui, Deibel. Ja, macht sich. Das ist Appel. Das ist Ilsebach. Der Ilsebach. Jetzt hier mal auf, um das hier sauber zu machen. Gott sei Dank, Leute, hab ich noch Desinfektionsmittel im Auto. Jo. Lustig, dass der da war. Genau hier gehe ich auch immer spazieren, Digga. Hab ich noch Desinfektionsmittel im Auto. Jo, was ist mit dem verkehrt mit diesem Jungen? Ah ja. Ich wurde angeschissen. So, hier. So eine Tüte. Die hat er mal gebraucht. Ist halt da oben. Ja, ja, ich könnte rankommen. Nichts berührt bis jetzt. Kleiner direkt. Bestimmt bin ich in Kylo Scheiße reingedreht. Desinfektionsmittel. Das war ja jetzt so unnötig. Oh, es riecht wieder gut. Yes, ich muss die Matten jetzt bald mal sauber machen. Ja, wieder mit dem Finger im Bad reingegangen. Ich bin so ein dummes Stück. Heute ist ein richtiger Pechtag bei mir, ohne Spaß. Hände sind wieder sauber. Riechen auch wieder gut. Und zweiten Socken wieder an. Och Mann, Alter, das ist echt wirklich richtig entspannt hier. Mein heutiges Endziel ist Hamburg. Es sieht die ganze Zeit immer nach Regen aus. Das ist es. Ich muss noch mal ganz kurz, wir sind bei 7:39. Ich will euch noch mal ganz kurz was zu Appelberg erzählen. Das meine ich. Und zwar seht ihr, dieser Bereich hier ist ja alles Appelberg. Appelberg am See. So. Hier hinter dieser Teich ist fast gar nicht öffentlich. Hier oben wohnt jemand und hat ein richtig geiles hier wohnt jemand und hat ein richtig geiles Haus mit Steg ins Wasser mit Boot und so. Du kannst hier zwar spazieren gehen, diesen Bereich, aber wenn du eine Runde gehen willst, was habe ich schon gemacht, musst du über sein Privatgrundstück gehen. Was man hier aber nicht sieht, Digga, was ist denn heute mit dem Chat los? Seid ihr witzig heute oder was? Meine Fresse. Was man hier aber nicht sieht ist, dass dieser See im Vergleich zu dem hinteren Bereich, also hier hinten, oh, so hier hinten ist noch viel, viel größer, nochmal mindestens so groß wie dieser Bereich ist hier hinten nochmal und der, ach Digga, ist also einer der schönsten Orte, wo ich jemals war. Halt immer nach Regen aus. Das ist das Blöde heute ein bisschen, also ich bin noch nicht mit Cabrio gefahren, aber das kann man ja auch nicht jeden Tag. Die Familien hier am Tretboot fahren hat, macht da irgendwie glücklich. Und hier denkt man gar nicht mehr, dass man im Norden ist, finde ich. Buxtehude ist ja auch die Heimatstadt vom lieben Montinho. Wir haben auch so viele geschrieben, ein Besuch, Monte! Aber ich muss echt sagen, Monte, falls du das Video siehst, schöne Grüße und ihr habt es echt schön hier. Also wirklich, hier kann man es gut aushalten. Ich finde es außenrum sogar geiler als mitten in der Stadt. Gar nicht so weit von Hamburg, deswegen, da geht es jetzt hin. 34 Kilometer, 38 oder so, ist auch gar nicht so weit. Typisches Hamburg-Wetter, fängt gleich an zu regnen. Es ist so am Pissen, aber das Geräusch ist ganz geil. Mm. Wenn das so aufs Cabrio-Dach geht. Hier hat es gestern geleckt, hier oben.
Ich bin übrigens gerade in Neu-Wulmsdorf, da wo Cheng herkommt. Ich habe schöne Grüße hier gelassen. Sommer in Deutschland, Alter. Traurige Wahrheit. Ah ja, da ist er. Mhm. Ja, Google. Ich gesagt, dass ich auf einer Ebene geparkt habe, wenn hier Hochwasser ist, dass mein Auto dann überschwemmt ist. Die beste Entscheidung wahrscheinlich, eine Jacke mitzunehmen. Mag man ja gar nicht glauben, Alter. Man kommt raus. Boom. Sun is shining. Geil, Alter. Ich bin noch ein bisschen Hamburg erkundet. Wo bin ich denn überhaupt? Ja, hier haben wir wieder diesen... An welchem Tag war da, Chat? An welchem Tag war da, hat er das noch gesagt? Also gutes Video, sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. Hat er das gesagt, an welchem Tag er war? Also sehr cool, sehr coole Aufnahme, hat mir sehr, sehr gut gefallen.